Wenn Thorsten will, dann küsst er sie, streichelt ihr Haar oder ihr Knie. Eventuell sagt er noch sowas wie, auch müde Schatz. Samstag um 11, da kann was gehen, oder am Sonntag früh um 10. Doch sie träumt von heißen Nächten in einem Himmelbett aus Samt. Von einem Fremden in New York, der plötzlich in ihr Leben rammt. Im Helikopter geht's zum Dinner auf einer Yacht in Saint-Tropez. Und danach trägt er sie auf Händen in ein geheimes Sibari. Doch neben mir im Bett hört sie ein Schnarchen aus einem Rücken voller Borsten. Wir schlafen 50 Shades of Grey. Neben Two Shades, Two Shades, Two Shades of Thorsten. Wenn Thorsten liebt, dann ganz normal, sehr gut gemeint und funktional, total okay für ein Hausgebrauch und eigentlich reicht es ja auch. Sie sind auch sonst ein gutes Team, das Leben läuft ganz rund mit ihm. Doch sie träumt von heißen Nächten in einem Himmelbett aus Samt. Von einem Fremden in New York, der plötzlich in ihr Leben rammt. Im Helikopter geht's zum Dinner auf einer Yacht in Saint-Tropez. Danach trägt er sie auf Händen in ein geheimes Separé. Doch neben mir im Bett hört sie ein Schnarchen aus einem Rücken voller Borsten. Wir schlafen 50 Shades of Grey neben Two Shades, Two Shades, Two Shades of Thorsten. Einmal sprach ein schöner Mann sie aus einem Porsche an. Da ist sie schreiend nach Haus gerannt. Doch sie träumt von heißen Nächten in einem Himmelbett aus Samt. Von einem Fremden in New York, der plötzlich in ihr Leben rammt. Im Helikopter geht's zum Dinner auf einer Yacht in Saint-Tropez. Danach trägt er sie auf Händen in ein geheimes Separé. Doch neben mir im Bett hört sie ein Schnarchen aus einem Rücken voller Borsten. Wir schlafen 50 Shades of Grey neben Two Shades, Two Shades, Two Shades of Thorsten.